Hat er gerade gesagt, er wird uns brennen sehen, aber schmeißt den Eisbein. Ey, gibt's das? Ist hier aber echt mal gut. Jetzt kriegst du hier noch ein paar Waffen. Die Moppen. So. Besser von vornherein gemacht. Upsa. Vielleicht mal eben die Türe schließen. Dahinter waren nämlich noch mehr. Resistenz, Freimaffpfeile. Stab der Flammen. Apropos Stab. Moment. Stab. Waffen. Stab, 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 Stab. Nein, jetzt habe ich ihn rausgeworfen. Da ist er. Ich wollte ihn doch in auf die F-Tasten legen. Also auf die Q-Tasten im Prinzip. Das ist ja hier. So. Und dann möchte ich den jetzt auch mal direkt nehmen und damit mal ein bisschen durch die Gegend schießen. Oh, den nimmt man sogar nur in eine Hand. Das ist ja cool. Boah, der Stab ist ja mal mega hart. Kann ich mit dir reden, bevor ich hier... Aus dem Weg. Blutiger Vampir. Okay, ich glaube, da öffne ich die Türe nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das käme uns nicht so ganz so gut. Geld. Oh, ein Smaragd. Ich will die Holzschale nicht nehmen. Gib mir das Gold. So. Hebel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich damit die Zellgitter aufmache, aber ich habe keinen Bock auf Vampire. Ich lasse es einfach. Beschwörerlehrling. Frostbiss. Ich glaube, den haben wir auch schon, ne? Bücher. Zauberbuch. Ja. Und raus damit. Ist da jemand? Ach. Wow. Ich hätte aber die volle Ladung abbekommen, wa? Hellsehen. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Oh, das ist ja lustig. Awesome. Kajit und der Schwanz wedelt noch. Immerhin etwas, was sie beim Tod noch tun. Vampirmeister. Scheinen gar nicht mal so schlecht gewesen zu sein, die Leute hier, wa? Noch ein Vampirmeister. Nord hat wenigstens einen Dietrich. Typisch Nord, die haben immer Dietriche. Schon fast wie das Vorurteil mit den Polen, dass sie mal klauen würden. Nord haben immer Dietriche. Und wieder ein Seelenstein. Auch ganz nett eigentlich. So, jetzt. Ich glaube, wir müssen aber mal eben hier in die Objekte, Waffen. Und wir brauchen einmal den Elfenbogen. Dem müssen wir nämlich nochmal eine Ladung gewöhnlicher Seelenstein verpassen. Dem Stab der Feuerhölle können wir das nämlich direkt auch mal machen. So, dann ist er auch wieder voll. Das sollte passen. Oh, da ist wieder einer. Wusch! Vielleicht jetzt auch mal hier unser Beschwörer. Warum klappt das jetzt nicht? Das müsste ich mir mal erklären. Ich mache das hier direkt vor meine Nase. Und das funktioniert nicht. So, jetzt hat's geklappt. Aua! Naja, was macht hier unser Kollege schon? Bitte, bitte, lasst mich hier raus! Ihr müsst mich hier rauslassen! Hallo Otto! Sie werden mir etwas Furchtbares antun! Lasst mich hier nicht zurück! Ihr seid also Orthorn. Ja, ja, hat Erzmagier Aren euch geschickt. Ihr seid doch hier, um mich zu retten, oder? Nö,
Ich bin nur wegen der Bücher hier, die ihr aus der Akademie geholt habt. Was, die Bücher? Oh, oh je. Ich hätte sie nicht mitnehmen sollen. Ich weiß, das war dumm. Sehr dumm sogar. Es wird nicht wieder vorkommen. Helft mir, hier rauszukommen und ich helfe euch, sie zu finden. Bitte. Machen wir's mal so. Wo sind die Bücher, die ihr gestohlen habt? Ich habe sie nicht mehr. Sie hat sie mitgenommen. Die Ruferin. Sie hat mich auch hier eingesperrt. Bitte, lasst mich hier raus! Und gibt es einen Schlüssel für diesen Kirby? Warum seid ihr in diesem Kirby? Sie haben mich hier eingesperrt, bis sie so weit waren, mich für eines ihrer Experimente zu benutzen. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Ich dachte, sie wollten meine Hilfe. Stattdessen haben sie mich als Versuchskaninchen eingesperrt. Gibt es einen Schlüssel? Nein, ihr müsst die Hebel dort in der Mitte benutzen. Zieht nur nicht aus Versehen am Falschen. Bitte beeilt euch. Ich bin nämlich nicht gerne eingesperrt. Oh, Orton. Orton. Hebel genau in der Mitte. Macht schnell, bevor noch mehr von ihnen kommen. Danke. Ich verspreche, ich werde helfen. Und dann gehe ich zurück zur Akademie und werde sie anflehen, mich wieder aufzunehmen. Na gut, und wo sind die Bücher? Ach ja, natürlich. Ich wollte es euch ja sagen, nicht wahr? Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch, hier rauszukommen, versprochen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Aha. Verstehe. Dann werde ich euch einfach ganz unauffällig und mucksmäuschenstill folgen. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Ihr braucht meine Hilfe nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, er will uns hinterher die Bücher wieder abknöpfen. Deswegen sage ich, das Ganze wäre erheblich einfacher, wenn ihr euch da raushalten würdet. Ich wollte doch nur helfen. Schön, dann rette ich eben nur meine eigene Haut. Danke, dass ihr mich aus diesem Käfig gelassen habt. Verzieh dich. Nicht, dass er hinterher meint, hier den großen Macker zu spielen und uns die Bücher dann wieder abnimmt. Wobei ich das, glaube ich, immer noch nicht so ganz verhindert habe. Oh, hier ist ein, hier können wir wieder ein bisschen rumknacken. Ups, ja. Schlösser zerbrechen, beziehungsweise Dietriche. Ah, das war schon mal nicht ganz so schlecht. Zack, und auf ist er. Ach ja. Nö. Oh, ein Geldbeutel, den nehme ich immer gern. Ansonsten... Ja, Schmetterlingsflügel können wir auch... Ach, da ist noch eine Kiste, die habe ich fast gar nicht gesehen. Zack, auf ist sie. Schlossknacken verbessert. Oh, wieder ein Seelenstein, richtig gut. Da ist noch ein Seelenstein. Langsam werden wir aber ein bisschen verwöhnt. Gucken, wo es hier lang geht. Ja. Ah, da geht's noch runter. Jaspeitrauben. Cool. Haben wir wieder eine gefunden. Und es beginnt. Noch einmal. Wir machen eine kurze Pause und machen dann mit Zerstörungszaubern weiter. Stellt euch alle auf einen Haufen, damit ihr alle gleichzeitig explodiert, Leute. Schlupf's als nächstes. Wow. Oh!
So, jetzt ist sie auch erstmal Feuerzauber ins Gesicht. Und wer bist du, mein Hübscher? Wow. Der ist schon ein bisschen stärker. Wirst du das, ja? Du brennst, du Eismagier. Seit wann lassen denn Eismagier Feuermagier brennen? Ich glaube, du hast so ein bisschen Rollen vertauscht, ne? Du kleiner Kacker. Du. Das sind alles nicht die richtigen Bücher. Ups, jetzt habe ich da wieder so einen dämlichen Dolch mitgenommen. Moment. Da ist er. Jetzt ziehe ich den auch noch an. Entdeckt? Wer hat mich denn jetzt hier entdeckt? Ist er uns doch wieder gefolgt? Nö. Wer entdeckt uns denn hier? Hier ist keiner mehr. Ah, Vampir. Haben sie kaputt gemacht. Der hat auf eine Puppe geschossen. Hier. Lebt noch einer. Welche Dummköpfe spielen so mit Feuer? Noch was zu sagen? Nicht? Mir war leid. So, danke. Haben wir das Problem schon mal gelöst. Das ist Knoblauch. Besonders effektiv gegen Vampire übrigens, Knoblauch. Vielleicht sollte man da auch mal Halsketten draus machen. Das klang nicht wirklich gut, wenn ich euch das mal sagen darf. Alle kippen beim ersten Schuss und du nicht. Bam! Durchs Schild durchgeschossen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ein paar Pfeile habe ich noch, Leute. Ach, ich bin schon bei den anderen Pfeilen. Muss ich wieder andere Pfeile reinmachen? Moment. Nö, Elfenpfeile, warum haben wir denn noch so viele? Habe ich auf die falschen wieder umgeschwenkt? Knochenmehl, Nordpfeile, die sind auch nicht schlecht, die machen wenigstens 10 Schaden. Na, das brauchen wir eher nicht. Aschehaufen. Na, was liegt denn da? Zauberbuch Zombie erwecken. Cool ist das denn? Kenn ich schon? Aha. Kennen wir also schon. Da müssen wir lang. Hier nicht. Und da haben wir wieder einen Seelenstein. Ist ja hier das reinste Seelensteinparadies. Ja, wie findet ihr das denn eigentlich, dass wir ein paar Minuten länger pro Folge hier so haben? Das würde mich mal interessieren, denn ansonsten mache ich das Ganze wieder rückgängig. Dann habe ich weniger Aufnahme... Oh, Festung dämmerlich, hier geht's wieder raus. Habe ich weniger Aufnahmearbeit für die Anzahl von Folgen, die wir jetzt momentan haben. Dementsprechend, ja, wäre das vielleicht mal ganz gut zu erfahren, ob ihr da irgendwie... Ja, ob ihr das besser findet, dass wir jetzt ein bisschen mehr Zeit miteinander hier verbringen in dem Spiel. Schwarzer Seelensteiner. Oder, ja, aber ich denke mal, das ist ganz in eurem Interesse gewesen.
Batz! Nein, da vorne. Hier drüben nicht, da vorne. Na komm. Zack! Weggeschossen hier. Lebst du? Nee, okay. Ich dachte schon. Feuersalze. Ach, da liegt der andere Beschwörer. Oh, hier sind wieder ganz viele Seelensteine. Schaut da mal. Boah, das ist ja wirklich voll das Seelensteinparadies hier. Apropos Seelenstein, ich glaube, ich benutze auch mal wieder... Warum funktioniert das jetzt nicht? Mach das doch hier auf dem Boden. Ich verstehe das nicht. Kann mir das mal bitte wer anständig erklären, warum das hier nicht geht? Ah, jetzt geht's. Verstehe ich nicht. Warum funktioniert das manchmal, manchmal nicht? Ist doch kacke. Tankmischerbeutel. Fackelwürmchen. Auch lustig. Komm, Atronach. Put, put, put. Das ist noch ein Heiltrank. Wow. Die Großen, die erschrecken einen immer so, weil die mal auf einen zugestürmt kommen. Da oben ist sogar der Schöpfer. Na komm. Willst du uns etwa auch verbrennen mit deinen Eispfeilen? Ich hoffe, ihr habt mich irgendwie verstanden. So, Honigwabe, Zauberbuch Heilung, das kennen wir ja mittlerweile. Hä? Ah, ihr seid unfair. Zerfolgen wir uns auch noch. Blitzschläge. Auf euch wartet mannigfaltige